7. April 1956. In Wien wird die Freiheitliche Partei Österreichs gegründet. Sie tritt anstelle des Verbands der Unabhängigen, der kurz zuvor gescheitert war. Die FPÖ orientiert sich an den Grundprinzipien des nationalliberalen Lagers und fordert die Freiheit des Individuums, aber auch die Freiheit der Gemeinschaft. Der erste Parteiobmann ist Anton Reintaler. Von vielen als hochanständiger Idealist geehrt, von anderen als ehemaliger NS-Minister als Nazi abgestempelt, schlägt er für die FPÖ die erste Nationalratswahl. Große Erfolge erzielt die Partei aber erst unter Reintalers Nachfolger Friedrich Peter. Herzlich willkommen. Nachdem der Verband der Unabhängigen offensichtlich gescheitert war, gründete man im Oktober 1955 ein Bundesproponentenkomitee, bestehend aus den Vertretern der Aktion zur politischen Erneuerung, dem VDU und der Freiheitspartei. Man strebte eine Parteigründung unter neuem Namen an und am 27. Oktober 1955 einigte sich dieses Komitee auf die Bezeichnung Freiheitliche Partei Österreichs. Diese Namenswahl wies auf eines der Grundprinzipien der Ideologie des nationalliberalen Lagers hin. Vor allem die Freiheit des Individuums, aber auch die Freiheit der Gemeinschaft, des eigenen Volkes, stand und steht im Zentrum sämtlicher programmatischer Aussagen und Programme dieses dritten Lagers. Dieses Bundesproponentenkomitee arbeitete so intensiv, dass bereits im November 1955 ein Kurzprogramm publiziert werden konnte. Am 7. April 1956 fand der erste ordentliche Bundesparteitag, also der Gründungsparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs, im Hotel Weißer Hahn in Wien statt. Zu den Männern der ersten Stunde zählten neben Anton Reintaler Wilfried Gredler, Tassilo Prösicke, Emil van Tongel, Gustav Zeilinger, Jörg Kandutsch und Friedrich Peter. Wer war nun dieser Anton Reintaler, der Gründungsparteiobmann der FPÖ? Kritiker behaupten auch heute noch immer, dass er nicht nur ein ehemaliger prominenter Nazi war, sondern sogar ein SS-General. Was ist daran richtig? Ja, der Gründungsobmann der FPÖ bietet wirklich allerhand an Gesprächsstoff. Reintaler galt den Menschen des nationalliberalen freiheitlichen Bereichs damals als eine Symbolfigur. Und das nicht ohne Grund. Der am 14. April 1895 im oberösterreichischen Mettmach geborene Reintaler war als einfacher Bauernsohn zu höchsten politischen Würden aufgestiegen. Als junger Mann war er mit Begeisterung für den nationalen Gedanken und die Anschlussidee tätig. Er war Mitglied der NSDAP geworden und hatte sich aber allen politischen Scharfmachern und Extremisten immer wieder widersetzt. Dies hatte ihn in den Tagen des Anschlusses im Jahre 1938 nicht nur in scharfen Gegensatz zur illegalen österreichischen NS-Gauleitung in München gebracht, sondern sogar auch gegenüber dem Hitler-Stellvertreter Martin Bormann, der seinerzeit Reintaler als österreichischen Separatisten misstraute und seine Absetzung betrieb. Anton Reintaler war übrigens auch ein überzeugter Katholik und ließ sich auch mit handfesten Drohungen von Seiten der NS-Führung niemals zu einem Kirchenaustritt bewegen. Im März 1938 war Reintaler Landwirtschaftsminister im Kabinett Seyß-Inquart und leitete nach dem Anschluss in Berlin die damals im Reichsernährungsministerium für Österreich neu geschaffene Abteilung für Bergbauernangelegenheiten als Unterstaatssekretär. Als Landesbauernführer des Donaulandes, also Ober- und Niederösterreichs, war er der Hauptverantwortliche des Reichsnährstandes in Österreich und er schützte Österreichs Bergbauern vor der geplanten Absiedelung und leitete maßgeblich die Entschuldungsaktion ein, die wesentlich zur Existenzsicherung der Bauernschaft beigetragen hatte. Trotzdem wurde er nach 1945 in zwei Prozessen vom Volksgericht zu einer mehrjährigen Kerkerstrafe und Vermögensverfall verurteilt. Doch bald nach dem zweiten Urteil im Mai 1952 wurde das Verfahren gegen ihn durch Entschließung des Bundespräsidenten eingestellt und der Vermögensverfall aufgehoben. Und selbst im Urteil des Volksgerichts wurde anerkannt, dass Reintaler sich als junger idealistischer Nationalsozialist keinerlei persönliche Verbrechen zu Schulden hatte kommen lassen. Auch wurde anerkannt, dass sich Reintaler während der NS-Gewaltherrschaft gegenüber prominenten Gegnern der NSDAP als hilfreich gezeigt hatte und stets bemüht war, die Österreicher nach dem Anschluss gegenüber reichsdeutschen Übergriffen zu schützen. Der damalige ÖVP-Landeshauptmann Gleisner
bescheinigte Rheinthaler, dass er während der Nazizeit bestrebt war, Unrecht zu vermeiden und Härten zu erleichtern. Er genieße im ganzen Land Oberösterreich den Ruf eines anständigen Menschen. Sogar der damalige Bundeskanzler Leopold Figl von der ÖVP gab bei einer Zeugeneinvernahme vor Gericht zu Protokoll, er habe es Rheinthaler zu verdanken, dass er nach der Rückkehr aus dem Konzentrationslager im Jahre 1943 sein konfisziertes Vermögen zurückerhalten hatte. Und wie war das mit dem SS-General? Im Dritten Reich war es üblich, dass hohe Regierungsfunktionäre, wie es Rheinthaler als Unterstaatssekretär nun einmal war, Ehrenränge von der SS verliehen bekommen haben. Insgesamt bleibt die Beurteilung Rheinthalers allerdings umstritten. Für die einen, vor allem für seine Zeitgenossen im nationalfreiheitlichen Lager, war er ein Beispiel an Hochanständigkeit und Idealismus, der die Vereinbarkeit von guter nationaler Gesinnung mit aufrechtem Österreichertum lebte. Für die anderen blieb er der schwer belastete, hochrangige Naziführer, gegen dessen Wiedereintritt in die Politik schwerste Bedenken angemeldet wurden. Tatsächlich sollte Anton Rheinthaler, der von Lungenkrebs gezeichnet war, ohne dies nur 2 Jahre von 1956 bis zu seinem Tode im Jahre 1958 Parteiobmann bleiben. Insgesamt aber heißt es doch, dass die Gründung der FPÖ unter nationalen Vorzeichen erfolgte und eher so etwas wie eine Gegenreaktion gegen die als liberal geltenden Gründer des VDU, Herbert Kraus und Viktor Reimann war. Tatsächlich war man im Jahre 1956 der Meinung, mit einer eher national orientierten Partei an die Erfolge des Dritten Lagers aus der Zwischenkriegszeit anknüpfen zu können. Was heute kaum jemand weiß, ist, dass es in erster Linie der dominante Mann der ÖVP, Julius Raab, war, der Anton Rheinthaler dazu ermunterte, das zerstrittene Dritte Lager zu einen. Von ÖVP-Seiten war man der Meinung, dass dies zur Stabilisierung der politischen Landschaft der Zweiten Republik notwendig wäre und dass man eine neue nationale Partei im Bedarfsfall ohne große Schwierigkeiten für sich, für das bürgerliche Lager, würde vereinnahmen können. Wie wichtig die nationale Komponente für die neu gegründete FPÖ war, geht aus der Antrittsrede Anton Rheinthalers als Parteiobmann hervor. Wörtlich sagte er: Der nationale Gedanke bedeutet in seinem Wesen nichts anderes als das Bekenntnis der Zugehörigkeit zum deutschen Volk. Aber die Völker Europas können nur bestehen, wenn sie sich zusammenschließen. So verkörperte Rheinthaler die traditionelle deutschnationale Gesinnung mit einem Bekenntnis zur künftigen Vereinigung Europas und einem aufrechten Österreichertum. Am Anfang der FPÖ-Geschichte stand dabei eine Wahlniederlage. Die vorgelegte Nationalratswahl im Mai 1956 war für die FPÖ der erste große bundesweite politische Test. Aber es war natürlich auch die am schlechtesten vorbereitete Wahl, die die FPÖ je geschlagen hatte, dass sie schlicht und einfach keine Zeit für die Vorbereitung hatte. Ja, es gab damals so gut wie keine Werbemittel. Da gab es einige Flugblätter und die Ankündigung der einen oder anderen Versammlung. Der Parteiobmann Rheinthaler hatte nur die Möglichkeit, im Rundfunk eine 10-minütige Rede zu halten. Das war dann schon alles. Überdies kam es noch vor der Wahl zum Bruch der jungen Partei mit den einstigen VDU-Gründern Kraus und Reimann. Kein Wunder also, dass am Wahlabend, am 13. Mai 1956, die FPÖ dann nur 6 Mandate mit 6,52% erzielen konnte, was 283.000 Wählerstimmen entsprach. Damit hatte man in allen Bundesländern gegenüber den letzten vom VDU geschlagenen Wahlen im Jahre 1953 große Verluste hinzunehmen. Zwar nahm man nach außen hin Zuflucht in der Sprachregelung, dass die FPÖ eine völlig neue Partei sei und keine Nachfolgeorganisation des VDU und dass daher dieses schwache Ergebnis zu erwarten war. In Wahrheit aber erschien der Parteiführung, auch Anton Rheinthaler selbst, dieses Ergebnis als echte Niederlage. Wer aber waren nun die führenden Persönlichkeiten der neu gegründeten Partei? Neben Anton Rheinthaler waren seine Stellvertreter Wilfried Kredler, der vormalige VDU-Vorsitzende Max Stendebach, aber auch der einstige Reichsbahnpräsident Heinrich Zechmann von Bedeutung. Organisatorisch wurde der Wiener Apotheker Emil von Dongel tätig, der das Haus Kärntner Straße 28 in Wien zur Parteizentrale machte. Dort werkte mit Hans-Richard Bogner ein neuer Bundesgeschäftsführer. Das Parteiorgan Neue Front wurde von Chefredakteur Hans Zeilinger geführt.
Van Dongel selbst fungierte als Presse- und Propagandareferent. Ein sichtbares Zeichen für den neuen Kurs der FPÖ bildete die Sitzordnung im neu gewählten Nationalrat. Man forderte die Plätze in der Mitte des neu eingerichteten Sitzungssaals und tatsächlich konnte der neue Klubobmann Wilfried Gredler dies gegenüber dem starken Mann der Volkspartei Julius Raab durchsetzen. Der FPÖ wurden links und rechts des Mittelgangs je 3 Sitze zugeordnet. Freilich nicht vorne im Saal, sondern eben hinten. Die Nationalratsfraktion bestand eben aus dem Klubobmann Wilfried Gredler, aus Professor Helfried Pfeiffer, aus Oberst Max Stendebach, aus dem Kärntner Abgeordneten Heinrich Zechmann, dem Salzburger Gustav Zeilinger und Jörg Kandutsch. Die Nationalratsfraktion legte sich von Anbeginn an auf strikte Opposition und Kontrolle fest. Mit der Einführung des amtlichen Stimmzettels wurde ein erster Durchbruch erzielt. Bald galten die freiheitlichen Abgeordneten im Nationalrat von Gredler bis Zeilinger als österreichische Paradeparlamentarier. Am 6. März 1958 allerdings verstarb der Parteigründer und erste Bundesparteiobmann Diplomingenieur Anton Reintaler und der junge Oberösterreicher Friedrich Peter wurde auf dem 3. ordentlichen Bundesparteitag in Salzburg zum neuen Bundesparteiobmann gewählt. Die von harten Mühen und vielen ernüchternden Rückschlägen gekennzeichnete Gründungsphase der FPÖ ließ von Anbeginn erkennen, dass hier die Vertretung des nationalliberalen Lagers um ihre politische und parlamentarische Existenz zu kämpfen hatte. Aufrechte freiheitliche Gesinnung, engagiertes Österreichertum und demokratiepolitisches Bemühen wurden zum Kennzeichen dieser jungen Partei. Unter ihrem neuen jungen Obmann Friedrich Peter sollte sie aber einen jahrzehntelangen Kampf führen müssen, bis sie sich in der politischen Landschaft der Zweiten Republik durchsetzte.